dort alles auslöschen. Gibt es keinen normalen Zugang? Nein, das heißt, wir müssen jede Menge Geld für Shuttle ausgeben. Das ist schlecht. Was wir noch müssen, ist jede Menge Geld für blöde Drecks. Ne, müssen wir gar nicht. Wir müssen keine weiteren Einheiten bauen. Wobei ich gern dann trotzdem noch einen Abwehrtrupp hier unten hätte. Egal, die Dragoner sind ja jetzt gleich eh fertig. Hier haben wir noch... Ja, wir haben einen Abwehrtrupp, locker. So, Fenix ist auch noch da, zur Not, auch wenn er nicht so mobil ist. Wo ist Fenix? Fenix? Berserker? Hallo? Ah! Oh! Okay. Okay, das war echt ein Schocker. Ich war fest davon überzeugt, dass Fenix hier steht. Genau hier. Okay. Weiter. Euch ein bisschen mehr verteilen. Optimalen Schutz. So. Das nächste wäre... Verdammte Shuttle. Genau, Upgrade für Shuttle. Geschwindigkeit war... Lass mich nachdenken. Ich bin mir gerade echt unsicher. Roboter Support Dock. Genau, den haben wir nicht. Deswegen konnte ich es jetzt nicht anhand des Gebäudeaussehens finden. Okay. So. Roboter Support Dock. Roboter Support Dock. So. Da rein wieder. Wir wollen ja weiter Mineralien bekommen. Hier wird fleißig geerntet. Und zwar richtig fleißig. Richtig fleißig. Lassen wir das. Das endet nur bei irgendwie 10. Richtig hoch 10 fleißig. So, ihr steht hier toll, aber so habe ich noch mehr Sichtweite. Wunderbar. Die Mission verläuft besser, als ich mir gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass Rot so schwach ist. Dass Braun so schwach ist, kann man nicht sagen, aber sie haben nicht viel. Super, super, super. Ich brauche aber noch was, womit ich den hier kaputt machen kann. Wir müssen ja sanft landen. Wie sich das anhört, sanft landen. Ja, so landen, dass nicht unsere Träger kaputt gehen. Weil dann sind unsere Einheiten kaputt und das ist ziemlich scheiße. So, Geschwindigkeit für Shuttle. Am besten noch weitere Berserker. Nein, brauchen wir nicht. Shuttle, genau. So, damit wir möglichst viel da oben gleichzeitig abladen können. Zusätzliche Pylonen kannst du haben, schenke ich dir. So, hier stehen sie schon Schlange, um in die Mine zu kommen. Sie stehen Schlange, um für mich arbeiten zu dürfen. So muss das sein, Leute. So muss das sein. So. Dich hierhin, damit die Sichtweite steigt, kennen wir schon als Gelaber hier. So, und hier oben können wir problemlos Pylonen bauen. Wir haben jede Menge Baukreise jetzt. Okay. So, Shuttle, genau hier seid ihr. Ja, wir werden jetzt mal einen Versuch wagen, dieses dumme Drecksteil kaputt zu machen. So, Angriff. So. Schießt, schießt, schießt. Ob sie das schaffen? Wir machen uns langsam, aber ich glaube, das schränkt die Angriffsgeschwindigkeit nicht ein und das ist cool. Bist du kaputt? Ja, bist du. Wir haben nur einen verloren. Wunderbar, wir können landen. Wir werden noch nicht direkt landen, aber wir können landen, wenn wir wollten. Zum Beispiel deswegen landen wir noch nicht. Wenn das nicht perfekt war, wir haben nicht mal Schaden erlitten. Okay, jetzt kriegen wir aber Schaden aufgrund der scheiß Hydralisten, die hier rumgammeln. Okay, wollen wir alles kaputt machen? Sie rächen sich für den Turm. Gute KI. Obwohl, eigentlich schlechte KI. Sie schicken alle Einheiten einzeln. Immer schlecht, so ein Zeichen. KI-Verhalten meine ich, nicht Zeichen. Wir werden jetzt unsere ganzen Berserker mal verladen. Wir werden auch neu bauen, direkt überall. Bums. Bums. Sind ja nicht teuer in dem Sinne jetzt für uns. Bums. Überall Streitmächte bauen. Super. So, hier wird auch zurückgebumst, indem ihr da reingeht. So, wir werden diesmal keine Abita mitschicken, weil lohnt sich einfach nicht. Weil wegen der Milch, genau. Rein da. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich euch mit wegen der Milch konfrontiert habe. Okay, rein da. Rein da.
Du und du. Nein, da. Ihr kommt bis auf zwei Ausnahmen auch komplett als Verteidigung noch hier hin. Und ihr gehört noch zum Angriffstrupp. Sorry Leute, weiter geht's nach einem Crash. Man sieht, neue Pylonen, neue Kasernen, neue Dragoner ohne Ende. Und unsere Berserker eingefrachtet in die Landefrachter. Fast der gleiche Trupp wie eben, wenn das eben noch drauf war. Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall greifen wir jetzt an mit, ich glaube, 12 Berserkern und ja, 6 Dragonern. Das müsste es sein. Wir kümmern uns um diese verdammte Insel, die hier in der Mitte ist, denn hier ist etwas, das uns nicht gefällt, und zwar ganz viele Zergs. Und wir können keine Zergs dulden. Die haben Ayua angegriffen und in Schutt und Asche gelegt. Das ist inakzeptabel, das geht nicht. Okay, wir rüsten aber schon mal weiter auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 Stück hiervon. Ja, man sieht, ich habe die Produktion ziemlich gesteigert, denn es wird noch ziemlich viel kommen. Glaube ich auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Ich will auf jeden Fall für alles gewaffnet sein. So, wie viele haben wir überlebt? Einer ist weg. Was kann ich verkaufen? Aber es kommen noch immer Zerglänge von oben. Braun hat hier noch eine kleine Abwehrbasis. Ich bin eben mit der Überwachungsdrohne schon reingegangen, aber das konntet ihr ja nicht mehr sehen, glaube ich. Obwohl, ihr konntet es vielleicht noch sehen. Mein Spielstand, den ich laden musste, war nur extrem weit hinten und deswegen bin ich mir nicht sicher, was ihr noch gesehen habt, was hier jetzt nicht mehr verfügbar ist. So. So, hier spasten wieder zwei im Trupp ab. Wir machen euch jetzt die gesamte Insel hier sauber von ekelhaften Drecksgegnereinheiten. So. Hier. So. Ja, die Mission, ich weiß nicht, ob das eben auch noch drauf war, scheint einfacher zu sein, als sie ist im Moment. Okay. So. Oder schien schwerer zu sein, als sie ist, so rum. Ist ja wahrscheinlich besser. Und von mehr Wort. So, dich machen wir auch noch kaputt. Siehst einfach nur ekelhaft aus. Hast es so verdient. Sieht aus wie so eine Fischkieme an der Seite. Okay, ach, hier ist noch eins mit einer Fischkieme. Genau, das sind die neuen Fischkiemen. So. Neue Spitznamen. Wieso fallen mir jetzt Spitznamen ein, wo das LP fast am Ende ist? Okay, weiter nach unten. Die Musik ist toll. Oh, wir sind am maximalen Limit. Wir sind wirklich am maximalen Limit angekommen. Leute, Jubiläum. Das ist im gesamten LP nicht passiert, dass wir keine Einheiten mehr bauen konnten, aufgrund dessen, dass wir zu viel gebaut haben. Jetzt so viel kann man auch nicht wirklich sagen, weil das Spiel sagt einem ja nicht wirklich, wie viel man bauen... Obwohl, es sagt einem, wie viel man bauen darf. Aber nicht, wie viel man bauen sollte und wie viel nötig ist. So. Wir sind auf jeden Fall optimal gewaffnet. Wir können gar nicht verlieren. So, und hier klirrt irgendwas im Hintergrund. Total nervig. So. Ihr weg. So, ihr seid Trupp 1. Wir bauen jetzt uns die Trupps hier zusammen. Weil das anders nicht geht. Trupp 2. Könnt ihr mal schneller machen. Ziemlich ungünstig gerade. Trupp 3. Trupp 3 muss der letzte sein und reichen. Wir setzen noch die Abita zu den Berserkern, damit sie ein bisschen geschützt sind. Obwohl ich das bezweifle bei den ganzen Spornkolonien da oben. Speichern das als M ab und ich kontrolliere eben die Aufnahme. Alles aufgenommen, wunderbar. Ja, wir werden jetzt aggressiv vorrücken. Nicht direkt, aber schon mal in diese Richtung. So, hier ist direkt eine Spornkolonie am Rand, was ziemlich ungünstig ist. Wir nehmen euch und hauen dann die Spornkolonie weg. An den Rand. So, Attacke. Wir können sie nicht angreifen, oder? Es ist auch nicht nötig, lassen wir das. Okay, wir greifen jetzt aggressiv Richtung oben an und holen schon mal Ceratur. Wir müssen nämlich jetzt vorrücken und dürfen den Cerebraten nur mit Ceratul töten. Ceratul, du musst dich wirklich ein bisschen beeilen, damit für dich was übrig bleibt. Ja, wir werden natürlich zugucken, dass die anderen den Cerebraten möglichst in Ruhe lassen. So. Ihr könnt euch mal darum kümmern, ist ja nervig. So. Ihr geht gnadenlos darauf los, damit nichts mehr nachkommt. So, darauf. Ihr kümmert euch um die. So, weiter da drauf. Fuck. Ich sollte die lieber so machen lassen, wie die wollen. So, 2, 3 zurück. Sie wollen nämlich auf den Zerebraten, das ist schlecht. Ja, wir werden angegriffen. Das ist auch schlecht.
Okay, aggressiv vorrücken in diese Richtung, 1-1.